Die Atomtransporte von und zur französischen Aufbereitungsanlage La Hague sollen noch in diesem Frühjahr wieder aufgenommen werden. Das wurde gestern auf dem Sondergipfel bei Straßburg beschlossen, aber erst heute offiziell mitgeteilt. Den Grünen droht dadurch eine Zerreißprobe. Während die designierte Parteichefin Roth Verständnis für angekündigte Proteste äußerte, verteidigte Umweltminister Trittin die Transporte. Diese Atomkraftgegner warteten heute im niedersächsischen Uelzen vergeblich auf den Bundesumweltminister. Eigentlich wollten sie ihm zeigen, dass sie nichts von den bevorstehenden Atommülltransporten ins Zwischenlager Gorleben halten. Doch Trittin erschien nicht, ein wichtiger Termin in Hamburg kam dazwischen, so seine Begründung. Nach dem Beschluss beim deutsch-französischen Gipfeltreffen gestern Abend sind nämlich nun die Weichen für den Rücktransport von deutschem Atommüll aus der Wiederaufarbeitungsanlage La Hague gestellt. Wir haben die Pflicht, diesen Atommüll zurückzunehmen. Und ich bin sehr froh, dass die Franzosen diesen Plan, das Ganze über 10 Jahre zu strecken und nicht auf einen Schlag alles zurückzuschicken, akzeptiert haben. Noch vor 4 Jahren demonstrierte Trittin selbst in Gorleben mit. Jetzt, so Mitglieder der Bürgerinitiative Lüchow-Dannenberg, unterstütze er durch die Vereinbarung mit Frankreich die Atomwirtschaft. Das heißt, aus unserer Sicht, es geht um den Bestand der Reaktoren. Das Gegenteil wird ständig erklärt, als ginge es um den Atomausstieg. Das verbittert uns vor allem auch in dieser Auseinandersetzung. Lob für die Haltung Trittins zu den geplanten Atommülltransporten kommt hingegen vom Deutschen Atomforum. Dessen neuer Präsident sagte, es gebe erstmals ein ernsthaftes Bemühen, sich der Protestbewegung entgegenzustellen. Seine Schreiben an die grünen Kreisverbände Niedersachsens von gestern sind hier sicherlich sehr zu begrüßen. Dies halten wir auch für eine positive Folge der Vereinbarung. Trittin hatte in den Schreiben Protestaktionen für politisch falsch gehalten. Die niedersächsischen Grünen wollen sich daran aber nicht halten. Konflikte sind wohl programmiert. Die Verwendung uranhaltiger Munition ist in den 80er Jahren vom Verteidigungsministerium gezielt verheimlicht worden. Das räumte der damalige Planungschef Rühle gegenüber der Mitteldeutschen Zeitung ein. Er habe alles getan, um solche Informationen zu unterdrücken. Wenn damals bekannt geworden wäre, dass in Deutschland mehr als 1000 Panzer der US-Armee mit solchen Geschossen stationiert waren, hätte das die Proteste gegen die NATO-Nachrüstung noch angeheizt, so Rühle.